Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Es ist Tag 26 hier in Among Trees und ich habe Hunger wie der Bär. Ja, sagt sie fix. So. Hunger heißt, ich könnte hier hochgehen und dann hier, glaube ich, hier habe ich schon genau. So. Und das hier kann ich essen. Und schon geht es mir um einiges besser. Und wenn ich jetzt noch ein paar Pilze nehme, so als Snacks. Nimm mal drei, müssen ja eigentlich reichen. Nimm mal Eat, Eat. Ah, sogar zwei. Großartig. So. Jetzt wollte ich nochmal kurz mit meiner Gießkanne. Nach dem rechten sehen. Ja, okay. Die sind alle ganz gut gegossen. Ich muss halt vielleicht heute Abend nochmal dran denken. Das bringt nichts mehr. Okay. So. Die Gießkanne aber bleibt hier. Also, wir wollen hochgehen zum Bären. Zum Bären und vielleicht ist es deswegen, schon allein deswegen, keine blöde Idee, sich ein Medikit zu craften. Ich bin mal optimistisch, ne? Okay, alles klar. So, jetzt habe ich wieder ein Medikit. Das bedeutet, wir können losziehen. Richtung Bär. Wo ist der Bär? Da oben. Nordwesten. Hier. So, hier ist Norden. Da drüben ist Westen, also müssen wir da lang. So in etwa. So. So, kurze visuelle Kontrolle, aber das sieht sehr gut aus. Und dann versuche ich nämlich mal bei dem Bären da oben alles mitzunehmen, was man so mitnehmen kann. So wie es in Survival Games halt üblich ist. So, haben wir kurz geschaut. Ja, es sieht immer noch gut aus. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg, auch wenn ich mich zeitweise mal festpacke. So, jetzt kommt hier dieser Fels. Ich gehe links dran vorbei. Ist eigentlich Foxy ist heute nicht mit am Start, ne? Gut. So, und irgendwo hier. Da hinter dem Felsen, das ist schon noch ein bisschen weg. So. Jetzt beginnt der Scheiß. So, ich kann mal den Kompass wegmachen. Ist ein bisschen albern. Hallo, mach ihn weg, habe ich gesagt. Oh. So, jetzt bin ich hier mal so halbwegs safe, behaupte ich. Wenn er jetzt nicht gerade mitten in den Busch reinläuft, so haben wir ja auch schon mal erlebt. Da
dann sollten wir hier eigentlich safe sein. Jetzt ist bloß die Frage, wo es hier was hat, was mich interessiert. Wo ist eigentlich der Bär? Ah, da ist der Bär. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall eine Box. Schwupps. Gut, also, damit haben wir diese Box untersucht und die Blechschachtel daneben. Blueprint habe ich aber noch keinen gesehen. Mir bleibt immer beinahe das Herz stehen, ehrlich. Ich sehe nichts, kein Blueprint oder so. Untersucht habe ich jetzt die Blechbüchse da und die da hinten, oder? Ich glaube schon, bin mir jetzt nicht mal mehr sicher. Ich schlender hier erstmal ganz gemütlich rüber, nehme das Draht mit. Okay, der Bär ist ganz da hinten. Also bis jetzt lief es ja ganz gut, aber immer wenn ich sowas denke, bin ich im nächsten Moment tot. Deswegen Obacht. So, jetzt dreht er sich da hinten im Kreis. Was macht er denn? Komm nicht hier rüber. Geh weg. Mann, Junge. So ist halt schwierig, die Sachen zu durchsuchen. Um nicht zu sagen unmöglich. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, das Ganze würde nur Sinn machen, hier überhaupt dieses Loot zu durchforsten, wenn es hier sowas gäbe wie im Blueprint. Aber ich sehe keinen. Und ich glaube, schon allein deswegen breche ich das hier wieder ab. Weil hier hat es überall nur... Naja, das, was es sonst halt auch hat. Das finde ich ja überall. Mittlerweile habe ich da schon zwei Locations gefunden, wo ich ganz unbesorgt hingehen kann, um mir so Holzlatten zu holen und so. Und sowieso habe ich ja Bäume. Ohne Ende. Wir gucken mal kurz auf die Map. Wir sind jetzt hier. Wir könnten eigentlich mal noch so ein Stückchen nach oben gehen. Falls ich das hier überlebe... Drehe ich einfach nochmal eine Runde, da nach oben. So, jetzt
dass er hier ein bisschen Land gewinnt. Komm, geh noch ein Stück weiter weg. Geh mal da nach hinten, da. Ja, so ist gut. So, jetzt nicht übermütig werden, deswegen verstecke ich mich hier nochmal. Mittlerweile kann ich ihn jetzt schon fast nicht mehr sehen und er mich ja wahrscheinlich auch nicht. Sowieso jetzt ganz da hinten. Ich verkrüme mich einfach. So. Gut, also das lief eigentlich ganz gut. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es kein... kein Blueprint gab oder so. Das hätte ich jetzt ziemlich cool gefunden, weil dann wäre mir zumindest klar, wie es jetzt weitergehen muss. Hey, was leuchtet denn hier so? Ist das einfach nur rein optisch? Aha. Mein Inventar ist aber schon wieder voll. Schade, hab nur einzelne Sachen so am Start. Komme jetzt hier nicht mit dem großen Gepäck wieder mit nach Hause. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm. Ich könnte mal versuchen, die restliche Zeit noch zu nutzen und mal hier so ein bisschen nach Nordwesten zu gehen. Moment, nach Nordwesten. Also dorthin. Und versuchen, ob ich da mal einmal um diesen Felsen herumlaufen kann. Weil das sieht für mich eigentlich fast so aus, als könnte man da vielleicht irgendwie, ne? Ist aber jetzt nur Theorie. Ich probiere mal so ein bisschen einfach vorwärts zu kommen. Ich glaube, ich täusche mich. Das funktioniert so nicht. Hier ist nämlich das begrenzende Bergmassiv. Das zieht sich da so weiter entlang. Also geht es nicht. Dann kann ich nur hier mal runter. Genau, hier jetzt wieder runter. Ja, dann kann ich ja eigentlich nur wieder Richtung Heimat. Viel mehr ist ja jetzt gerade nicht. Ich habe auch kein Zelt dabei. Also wäre alles andere irgendwie nur dämlich. Ja, schön. War jetzt aber doch relativ spannend heute. Also, hat jetzt nicht viel gebracht. Aber es war doch intensiver. Wie jetzt gestern zum Beispiel, wo ich nur rumgelaufen bin. Soll ich was essen? Kurz? Nee. Nee. Obwohl. Komm. Auf die Art und Weise habe ich auch im Inventar wieder zumindest ein Plätzchen frei, falls ich jetzt was wahnsinnig Interessantes finden würde. Oh. Könnte ich nämlich dann auch nochmal einpacken. Kurz geschaut. Links oder rechts rum ist eigentlich fast egal. Ich gehe aber mal rechts rum. Weil da unten habe ich gesehen auf meiner Map, da gibt es noch einen kleinen dunklen Fleck. Hier. Ich glaube zwar nicht, dass ausgerechnet dort jetzt hier das Spannendste überhaupt sich wiederfindet. Ich das jetzt verstehen? Ich laufe hier quasi mitten durch den Felsen. Okay. Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Sondern mache mich auf dem direkten Weg nach Hause. Ja, also im Großen und Ganzen macht das Spiel immer noch Spaß, aber ich stecke gerade so ein bisschen fest. Ich komme jetzt nicht so richtig weiter, weiß nicht so ganz, was es jetzt zu tun gäbe, außer die komplette Karte zu erkunden, was mich aber natürlich auch locker noch mal ein paar Episoden in Anspruch nehmen könnte. Wir müssen mal sehen, wie ich das mache. Aber jetzt heute war es zumindest mal schön. So mit den Bären.
So. Sprinte ich noch kurz den Rest bis zur Haustür. Dann, weil ich jetzt gerade dran denke, mache ich das auch gleich. Nehme ich mir die Storage Box, nehme die Gießkanne. Einmal equip. Damit wir nicht nochmal die Sachen hier versauen. Ah ja, jetzt haben sie zum Beispiel richtig Durst. Und wie ist es mit euch? Genauso. Toll. Gut, damit haben wir das aber gemacht. Großartig. Ah, das geht nicht. So, jetzt kann ich noch mal ein bisschen die Sachen wieder ablegen. Die Racks. Medikit. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö. Sprich, ich kann jetzt eigentlich nur noch nach oben gehen. Die Samen einmal ablegen. Leider alles ein bisschen unsortiert hier. Aber hier sind die Samen. Gibt aber offensichtlich immer nur dieselben. Ne? Es ist also nicht so, dass jetzt da wahnsinnig viele dazu kämen. Es sind immer dieselben. Gut, sei es drum. Ah, die kann ich schnell essen. Dann wache ich morgen nicht so hungrig auf. So. Ja, da haben wir ein bisschen Draht noch drin. Und hier haben wir mein Essen drin. Jetzt kann ich ja mal gucken, wie ich morgen aufwache. Gut, wir müssen einfach mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Also jetzt habe ich ja dann doch langsam einiges erkundet. Hier zum Beispiel diese Gegend hier komplett. Jetzt auch da nach oben bin ich ein bisschen weitergekommen. Aber mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie ich weitermachen könnte. Ich will ja eigentlich noch mehr craften und hier oben habe ich kein Blueprint gesehen. Also da muss ich echt nochmal ein bisschen in mich gehen, wie ich jetzt in den nächsten Episoden weitermache. Vielleicht muss ich mal auf eigene Faust mal. Aber andererseits will ich euch ja keinen Tag vorenthalten. Also ja, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ich mache mir Gedanken dazu, aber heute nicht mehr. Heute werde ich nämlich nur noch speichern. Zack. Und morgen geht es dann weiter. So, meine Lieben, in diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten und wir gucken mal, ob wir die nächsten Tage mal einen Blueprint finden. Das wäre schön. Ich würde gern weiterbauen. Irgendwas. Ich weiß bloß noch nicht, was. Aber hier gibt es doch bestimmt, ich hätte doch noch so viel Platz. So, meine Lieben. Also, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.